Alle Pferde drin und alle wieder draußen. Start zum zweiten Rennen, Preis 26. Opener Frauenfeld 2021 mit den Co-Sponsoren BW Generalbau und Zisch AG. Muddy Waters übernimmt gleich die Spitze, Karin Zwahlen mit der bewährten Taktik von vorhin. Dann ist innen Cool Sweetie mit Lonessa, außen die Nummer 3 Varega, gefolgt von Maison Bleu mit innen Terra Honey. Am Schluss des Feldes galoppieren Fleur d'Ipanema und Light Event, die beide einen ähnlichen Dress haben. Dann Tenorio an drittletzter Position hinter Swan Lake und der Nummer 10 Segantini. Vorne ist Muddy Water. Muddy Waters vor Cool Sweetie, dann Lonessa mit außen Varega, Maison Bleu in lauer Position an fünfter Position. Dann ist es Terra Honey mit Jeföl an siebter, achter Stelle, die Favoritin, gefolgt von innen Segantini, dann Fleur d'Ipanema und Tenorio ist jetzt letzter. Es geht in den letzten Bogen unverändert mit Muddy Waters an der Spitze. Muddy Waters, der will zu seinen besten Zeiten hier marschiert. Jetzt kommen aber dann die Angreifer. Das ist insbesondere Lonessa, die einen sehr guten Eindruck macht. Dann auch Maison Bleu, der an vierter Stelle auftaucht. Innen kommt Cool Sweetie jetzt unter Druck. Die Pferde in der falschen Gerade. Mit Muddy Waters an der Spitze. Muddy Waters mit Lonessa. Außen kommt hier nun Maison Bleu. Maison Bleu wird immer stärker, Maison Bleu und außen Jeföl, Maison Bleu, Jeföl, Maison Bleu vor Jeföl, Maison Bleu mit innen Muddy Waters, außen kommt Jeföl, Maison Bleu oder Jeföl, Maison Bleu oder Jeföl, Jeföl wird schneller, aber Maison Bleu gewinnt vor Jeföl. Dann ist es Muddy Waters, Tenorio.